Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Pflanzen gegen Zombies 2, wo ich erstmal voll gegen das Mikrofon rumple. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Ah, Festivus, eine der letzten Festivus, gehe ich mal davon aus. Es wird mit Sicherheit nicht mehr allzu viele geben, die wir jetzt hier noch machen. Und deswegen, ich bin gespannt, was werden wir heute erleben? Welche Pflanzen werden wir bekommen? Auf alle Fälle Kartoffelbomben. Okay. Und Böhnchen. Okay. Interessant. Interessant. Ist das nur so ein Sprengboom-Gedönsdings? Ah, tatsächlich. Okay. Kriegen auch Dünger. Also scheint es hier hauptsächlich darum zu gehen, hier irgendwie die Zombies zu nerven, zu sprengen und so weiter und so fort. Ja gut, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ist eine interessante Sache. Aber ich sehe schon, wir müssen das Ganze vorspulen, definitiv alles ein bisschen schneller machen. Entschuldigung, kaboom, da hat es in die Luft gesprengt. Tut mir aber leid, nicht. Machen wir schneller hier. Und einen neuen Dünger. Hallo. Und blub. Ich finde das toll mit dem Dünger. Kannst du alle hier voll in die Luft sprengen und so. Das ist immer wieder witzig und unterhaltsam. Ich mag das. Und ein neuer Dünger. Das da. Ja. Ja gut, da hinten bringt er uns jetzt nicht ganz so viel, aber hey. Dahin. Nochmal. Vorspulen, was nicht so viel bringt, weil es ja immer wieder stockt. So. So. Okay, Dünger gibt es jede Menge, also das Level sollten wir definitiv schaffen. Also das steht, glaube ich, gar nicht zur Debatte. So, na komm schon, na komm schon. Da noch hin, da noch, na, so. Oh, wunderbar. Und kaboom! Okay. Naja, also verlieren, glaube ich, können wir das jetzt nicht mehr. Hier noch den ein oder anderen Dünger. Dass es nicht so viel bringen wird, weil die meistens nach hinten schmeißen. Aber das ist ja egal. Man kann es ja trotzdem zumindest versuchen. So, da wird in die Luft gesprengt. Die dürfen futtern. Ich hoffe mal, dass das vielleicht sogar noch funktioniert. Funktioniert auch, weil wir da einfach... Ha! Ach, es kommt noch eine Welle. Ups. Das habe ich jetzt leicht dezent übersehen. Nee. Okay. Ja gut, aber das ist auch kein Problem. Die kriegen wir trotzdem. So. Oh, da hat sogar noch einen erwischt. Ja, aber die fliegen immer so weit nach hinten. Das ist das Problem. Deswegen werden da oft auch einfach gar keine erwischt davon. Das ist das Ärgerliche. Ich pflanze sie halt jetzt noch irgendwo hin. Das ist ja eh schon wurscht, weil es ist eh gelaufen. Können sie jetzt eh nichts mehr machen. Ist eh vorbei. Können wir hier nochmal einen Dünger holen. Da nochmal ein bisschen verteilen. Einfach noch ein bisschen irgendwo und überall und wisst ihr schon, hinsetzen. So. Den sprengt jetzt gleich in die Luft. Und dann ist es vorbei. Und. Kaboom! Sehr schön. Okay. 100 Münzen, 250 Münzen und. Ziemlich komisch aussehendes Kostüm. Was zur Hölle ist das? Das Federn? Nein, ist das Klebeband? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Soll das Tarnschminke sein? Eieiei. Okay. Gut. Level Numero 30. Haben wir das letzte Folge noch gemacht? Nee, haben wir nicht. Wir haben die anderen zwei gemacht. Wir haben es auch geschafft. Und dann? Okay. Okay. Bis jetzt waren wir ja immer krass darauf angewiesen, tatsächlich Pflanzen zu nehmen, die schnell irgendwie wieder aufbaubereit sind. Aber ich würde gerne mal wieder was Neues nehmen. Und zwar würde ich gerne nehmen. Hallo, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er. Das da und das da. Und das da. Nein, das da. Und los geht's. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja.
Vielleicht schlagen wir uns ja gut. Wer weiß, wer weiß. Oh Gott, das Kostüm. Ich muss das ausziehen. Das schaut grausam aus. Es schaut wirklich grausam aus. Oder sollen wir es lassen vorerst? Ach komm, wir lassen es vorerst. Einfach ist ja egal. Ja, es ist so, dass wir ja wahrscheinlich bald wieder mit der Welt durch sind. Und dann geht es natürlich wieder neu los mit der Frage, machen wir dann in der Zeit dann Challenges? Und da hat halt jemand gemeint, dass es vielleicht nach so langer Zeit an der Zeit wäre, die Challenge-Liste zu leeren und nochmal komplett neu aufzumachen. Oh, den hat es nicht erwischt, schade. Da muss man jetzt kurz einen anderen hinpacken. Na komm, na komm. Oh, wenigstens ist er down gegangen, okay. Und die Challenge ist einfach nochmal neu aufzuteilen. Könnten wir rein theoretisch tatsächlich machen. Weiß nur nicht, was ihr davon haltet, wenn wir die Challenges jetzt einfach mal eben neu machen. Also sprich, die Liste komplett neu machen. Noch nicht jetzt, das würden wir tatsächlich dann erst machen, wenn es so richtig, richtig losgeht. Nee, nee, der Fliegeficht, das machen wir gerade gleich lieb, weil das will ich ehrlich gesagt nicht böse haben. Bestimmt nicht. Kann auch nicht schaden, wenn er dann gleich da mal ein bisschen vorarbeitet. Den Dünger nehmen wir jetzt gleich mal auf eine Sonne. Das kann nicht schaden. Dann machen wir mal dicht. War ja klar. Kann er denn wenigstens zurückschubsen? Ja, okay, immerhin etwas. Dürfte vorerst mal so passen. Glaube ich. Oder was sagt ihr? Doch, ich denke, das kann man erstmal so lassen. Also bis jetzt sieht das Level gar nicht mal so schlecht aus. Es war zwischendurch ein bisschen eng. Aber gerade geht es tatsächlich ganz gut. So, vielleicht mal... Schubst den weg, der soll da nicht explodieren. Das soll nur ein Sicherheitsnüsschen sein, bitte. Okay, es explodiert. Oh, verdammt, da unten muss ich noch... Warte, 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 warte. Nee, nee. Komm schon, noch eine Sonne. So, weil vielleicht schaffe ich das noch rechtzeitig, bevor die... Okay, Sonnenblume hat es zwar erwischt, aber ist nicht schlimm. Weil er erschafft zumindest mein Schießgedöns-Dings nicht. So. Gut. Dann machen wir die mal. Mir ist eine ähnliche Taktik empfohlen worden, wo diese Pflanzen mit drin vorkommen. Aber die habe ich jetzt gerade nicht auf dem Bildschirm, dass ich nachschauen könnte. Deswegen mache ich jetzt einfach eine ähnliche Form. Muss ja nicht immer das gleiche sein. Die halt auch funktioniert. Die ist halt dann für den Fall, dass die Zombies halt recht weit nach vorne kommen. Was sie vermutlich nicht tun werden. Aber man kann es ja nie wissen. Haut er da drauf oder wächst das Ding noch auf? Ah, schade. Hat's noch geschafft. Oh nein, nicht not the T-Rex, 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 not the T-Rex. Not the T-Rex. Okay, der ist wirklich verdammt langsam. So, repariert. Hast du vergessen, dass du das da kaputt machst? Gargantua, vergiss es. Warte mal, machen wir einfach so. Wenn er wieder zurückgeschubst wird, dann explodiert er. So einfach ist das. Oh, oder auch nicht. Komm, schubst den nochmal zurück, weil dann, wenn die Bombe jetzt, dann wird er auch... Und er wird nicht erwischt werden, weil... Steht... Ja, genau. Genau nachdem das Ding explodiert ist. Genau dann funktioniert es plötzlich. War ja klar. Mann. Lass uns da mal... Okay... Dann Dünger draufpacken, wenn es da mal ein bisschen aufgeräumt wird. Ja, hallo, kommt mal ein bisschen. Oh nein, nein, nein. Oh nein, 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 nein. Oh, Dünger, 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 Dünger. Bum, 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 bum. Weg mit dir. Da nach hinten, da wo du hingehörst. Sehr gut, okay. Und den, nein, nein, den lieb machen. So, sehr gut. Nee, das soll's. Na, schubst du den mal bitte. Warte, warte, ich mach den da jetzt da ein Bömmchen hin. Ach, da. Jetzt hat er das Bömmchen. Oh, nee, nee. Okay, der ist down. Oh, Glück gehabt. Ruhe. Ruhe. Alles ein bisschen ruhiger, bitte. Nicht so viel Stress hier. Das ist so viel Stress. Hey, 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 hey.
Junge, was geht mit dir? Junge, was geht? Oi. Dann hier lieb machen. So. Okay. Vielleicht können wir noch ein bisschen was retten. Gerade haben wir nicht den übelsten Schaden hier auf der Lane, aber wir könnten hier mal ein Bömmchen packen und dann, wenn die dann doch durchkommen sollten, werden sie vor dem Bömmchen zermatscht. Genau, perfekt. Jetzt müsste der da hier halt endlich mal down gehen. Ist er auch endlich, sehr gut. So, dann hier Schaden. Oh, 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 oh. Ja, genau, genau. Geht nach vorne und dann macht's gleich Boom. Ihr werdet schon sehen, ihr werdet euch freuen. Es wird euch Spaß machen. Es ist immer super, wenn es Boom macht. 3, 2, Boom. Sehr schön. Funktioniert. Und dann machen wir dann noch einen Düngereffekt drauf. Und Kadusch. Und Boom. Na wunderbar. Das hat bestens funktioniert. Kann mich nicht beschweren. Okay. Dann kriegst du dann noch Stachelkraut unter den Arsch. Macht natürlich sofort kaputt. War ja klar. Da der Symmetriewillen müssen wir zumachen. Die haben sich ja bestens arrangiert, die beiden. Die wussten das natürlich. Komm, wir ärgern den jetzt ein bisschen. Der wird gar nicht so weit nach vorne kommen wahrscheinlich. Das hat zwei ausreichen, ne, um jemanden so krass nach hinten zu schubsen. Das ist der Wahnsinn. Die wollte eigentlich ursprünglich das erst hinter ihm machen, in der Hoffnung, dass er dann nach hinten geschubst wird. Aber er wird ja jetzt nur noch geschubst gerade. Das ist der Wahnsinn. Na gut, dann halt noch mehr. Schubsi, schubs. Wird er dann eigentlich auch in der Animation unterbrochen? Ja. Nee, aber nur ganz kurz. Schade. Reicht nicht, um da aufzuhalten, dass er die Pflanze kaputt macht. Ach, du hast ein Licht noch? Ist ja cool. Dann machen wir das mal weg. Jetzt nur Schaden nehmen. Zu sterben. Komm schon. Stirb. Und noch eins. So. Ultimative Pain Train hier. Na also, geht doch. Sehr schön. Ha, endlich haben wir einen Daumen gekriegt. Meine Güte. Ist ja schlimm. Schlimm. So, okay. In 2 Leveln müssen wir Dr. Zombos bekämpfen, okay? Ich habe einen Kommentar bekommen. Ich sollte auch mal wieder so ein Bezahl-Level machen. Also diese Level, wo man Pflanzen benutzen kann, die man halt normalerweise nur kaufen kann. Das ist beim Reiseklotz drin. Ich mag das wirklich ganz gerne. Das kann man einmal am Tag machen, genauso wie halt auch die Piñata-Party. Und da heißt es immer, probiere eine Premium-Pflanze gratis aus. Und dann kriegst du halt irgendein random Level, wo du eine Premium-Pflanze austesten kannst. Und ich mag das tatsächlich immer sehr gerne, weil es halt alle möglichen Pflanzen sein können. Leider sind es natürlich auch manchmal Pflanzen, die man gerade nicht auf dem Schirm hat. Aber in den meisten Fällen ist es ziemlich episch und kann ich das so sehr, sehr gut leiden und mag das richtig gerne. Ich mache da jetzt ein schnelles Level draus. Kann ja vorspulen. Es ist halt... Na, wir machen doch nicht vorspulen. Es ist halt, wie soll ich sagen, du hast halt so die Möglichkeit, im Endeffekt ein Level zu spielen. Ja, dass du sonst wahrscheinlich eine Pflanze zu spielen, die du sonst vielleicht nicht gespielt hättest, weil, keine Ahnung, man sich es nicht leisten will, zum Beispiel. Ist ja auch Geld, das man ausgeben muss, keine Frage. Und von daher eine ganz geschickte Geschichte. So, jetzt hoffe ich, dass ich bald wieder die nötigen Pflanzen bekomme, damit ich da ein bisschen mehr Schaden drauflegen kann. So, da haben wir Eis, sehr gut. Ja, aber momentan mache ich jetzt nicht hier unbedingt den übelsten krassen Schaden. Aber das kriegen wir noch hin. Alles kein Problem. So, machen wir hier mal dicht. Ich glaube, das ist ganz gut hier an der Stelle. Ah, das müsste mit weggebrannt werden. Ja, weil war noch zu weit. Wenn er jetzt halt demnächst ausgeschaltet werden würde. Jetzt einmal, perfekt. Ja, wir brauchen überall noch ein Stachelkraut, weil dann überleben die Piraten das nicht. So. Dann mal ein Dünger. Können wir da mal aufräumen? Können wir da auch mal aufräumen? Wir sollten generell mal aufräumen. Unbedingt. Okay, das war jetzt... Ich würde sagen, da haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. Das war doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Oh, da unten sind sie schon wieder durch.
Oh, das sind aber ganz schön viele. Ach, deswegen, ich sollte den Dünger... Ich sollte mir endlich mal merken, dass die Dünger nicht auf diese Pflanzen gehören, sondern auf das Stachelkraut. Und zack. Dafür ist der Dünger da. Nicht, um sie auf die Eispflanzen zu setzen. Sondern um die alle schön gepflegt zurückzuholen. Da mal dicht. Hm. Ist da oben aus? Da zurückholen. Das ist sich nämlich schon ziemlich weit nach vorne genommst. Ach, das sind schon die letzten. Dann ist es eh schon wieder vorbei. Na dann. Mal da wieder zu. Jetzt können wir wieder schneller machen. Weil jetzt ist es eigentlich mehr oder weniger eh schon fast vorbei. Können wir da zum Beispiel noch das hinpacken. Ah, ist schon vorbei. Wunderbar. So. Nein, 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 nein. Hier wird sie nicht so durchgenommst. Vergiss das. Ach komm. Ciao. Und tschüss. Das machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass das weitaus mehr Schaden macht. Außerdem macht das beiden Schaden. Als wenn wir die Pflanze da alleine drauf muten lassen. Ist zumindest mein Gefühl. Könnte mich aber auch täuschen. Okay, seht da, da gehen sie down, da gehen sie down und das ist vorbei. Und das sind eben diese Level, wo ihr die Premium-Pflanzen austesten könnt. Ich mag die Level ziemlich, ziemlich gerne. Das macht Spaß. Gut, heute haben wir nur ein Level gemacht von der neuen Welt. Ich werde heute auch nicht mehr Level machen, weil wir uns gegen Ende zubewegen. Und ja, ich möchte nächste Folge dann wieder ein bisschen länger machen. Deswegen heute eben das mit der Premium-Pflanze noch mit rein. Ja, wir müssen eben gucken. Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht, die Challenges wirklich zu resetten. Seht ihr, weil wir haben nur noch dieses Level und dann kommt eh schon zum Boss. Und deswegen möchte ich das gerne erst in der nächsten Folge machen. Ja, also das mit dem Resetten finde ich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde das eine coole Idee. Müssen wir aber mal gucken. Genauso wie ich immer noch am Überlegen bin, ob ich versuchen sollte, irgendwie doch noch die asiatische Version zum Laufen zu bringen, weil die ein bisschen anders ist. Dann hätten wir so die Möglichkeit, wenn Pflanzen gegen Zombies 2 tatsächlich mit der nächsten Welt vorbei ist, mit der asiatischen Version weiterzumachen. Aber dafür muss ich die erstmal zum Laufen bringen. Mal gucken. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.